Bruno Kieser, danke vielmals, dass du zu dir kommst. Du kandidierst kandidieren für den Gemeinderat Ottelfingen. Ganz kurz für unsere Leute, kannst du dir mal vorstellen, wer du bist, was machst du? Sehr gerne. Mein Name ist Bruno Kieser, ich bin 48, bin seit ca. 10 Jahren in Ottelfingen. Ich habe ursprünglich mal eine Banklehre gemacht, aber habe nachher Ökonomie studiert und bin dann irgendwie in den Sport gerutscht. Ich war also bei grossen Marken wie Nike, Puma und Adidas. Habe jetzt aber gewechselt, bin jetzt Director for Industry Engagement und stellvertretender Geschäftsführer für GS1, eine Firma, die mit Daten vor allem handiert. Und was ist denn deine Motivation, jetzt überhaupt in die Gemeinde zu gehen? Jetzt hast du einen interessanten Job hier überall. Das ist ja so, genau. Ich durfte sehr viel sehen in meinem Leben. Ich durfte viel umreisen, ich durfte mit Grosskonzernen arbeiten. Ich habe insgesamt über 200 Leute in Teams inne gehabt, in verschiedenen Teams, und durfte die weiterentwickeln. Und jetzt möchte ich etwas zurückgeben. Meine drei Kinder, die 8 bis 14 sind, sind in Ottelfingen aufgewachsen und haben wirklich da eine tolle Jugend erleben. Und das ist etwas, was wertvoll ist. Und wenn man auf dem Reisen dann einmal zurückkommt und sagt, ich komme heim, dann sollte man auch stolz sein, dort hin, wo man geht. Bruno, was sind denn genau deine Werte, die du vertreten tust? Ich habe gewisse Werte, die ich gerne möchte vertreten möchte, wie zum Beispiel Transparenz, das ist ganz wichtig. Nachher bin ich jemand, der bescheiden ist. Ich möchte die Bescheidenheit auch leben. Es gehört aber auch viel Mut dazu. Ich glaube, das ist wichtig, dass man Sachen vorantreiben kann und Neues ausprobieren. Und nachher ganz wichtig, Toleranz. In einer Gemeinde. Schön. Und wenn du jetzt auswählen könntest, Ressort, Gemeinderat, was wäre das, dein Wunschressort? Ja, es ist nicht zwingend ein Ressort, das ich jetzt gerade so darauf fixieren würde. Ich glaube, ich habe Fähigkeiten, die man vielseitig einsetzt, wie zum Beispiel in den Finanzen, aber auch im sozialen Bereich, wo ich sicher mich daheim fühle. Von dort her würde ich mich jetzt noch nicht ganz so fixieren. Was sind denn genau deine Stärken oder hast du auch Schwächen? Wahrscheinlich nicht. Die Stärke würde ich bezeichnen als guter Zuhörer. Das ist sicher etwas, was in meinem Beruf auch ganz, ganz wichtig ist und das über die Jahre weiterentwickelt habe. Dann nachher die Vogelperspektive hinein. Also ich vernetze Sachen sehr schnell, kann sehr schnell kombinieren und erfassen. Und dann natürlich, und das ist ja ganz wichtig, die Umsetzung. Also ich bin jemand, der einfach auch möchte machen und das ist das Just Do It. Was muss der Stimmbürger machen? Wieso soll er gerade dich wählen? Ich werde dem Stimmbürger sicher Klarheit vermitteln. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man die Leute mit einbeziehen kann. Weil Politik hat ja manchmal so ein bisschen vielleicht den Ruf, dass man das nicht ganz versteht. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann nachher im Team, auch im Gemeinderat Ottelfingen, möchte ich, dass man die Entscheidungen auch fällt und Sachen tut weiterführen. Und dann nachher auch da wieder. Just do it. Wir sollten es einfach machen dann. Gut, da kann nichts mehr schief gehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Wahlen. Und vielleicht sehen wir uns schon bald einmal im Gemeindehaus oben. Herzlichen Dank, Jörg, für das Interview. Danke.